Guten Morgen. Oh, wir sind kurzfristig auf dem Weg in den Urlaub und wann haben wir gebucht? Also jetzt ist Montag in der Früh und wir haben Samstag Nacht gebucht und gestern Nacht sind wir losgefahren. Also in der Früh um 4 und es geht nach Italien. Und wir gehen in der Nacht. Genau, wir sind jetzt in der Früh um 4 losgefahren. Der Tom ist jetzt die ganze Zeit durchgefahren. Der hat Gott sei Dank gestern schon früh geschlafen und ist fit, oder? Ja. Bist du fit? Ich fühle mich fit. 617 Kilometer sind wir jetzt gefahren. Ja. Aber voll gut durchgekommen, gell? Ohne Stau und nichts. Sehr ohne und Vollzeit, also 10 Kilometer haben wir noch. Und genau, um 10 macht das Gardaland auf und um 9.45 Uhr sind wir dann dort. Müssen wir uns noch umziehen und noch irgendwo was frühstücken und dann gehen wir erstmal dahin, weil wir gebucht haben einen Campingplatz, aber den haben wir erst am Dienstag zählt. Wie heißt das überhaupt? Das ist wie ein Mobile Home nur in einem Zelt. Wir lassen uns mal überraschen, wie das aussieht. Da ich die Woche Urlaub habe und die ganze Woche eigentlich Regen gesagt hat, haben wir gesagt, das halten wir nicht aus daheim. Wir suchen uns doch nur irgendwas. Genau, und weil wir erst am Dienstag einen Campingplatz bekommen haben, haben wir gesagt, fahren wir aber schon früher los und verbinden das Ganze noch mit dem Gardaland heute. Und heute Abend schlafen wir dann noch eine Nacht im Hotel. Der Hase geht schon im Schnee. Morgen her, sagt, fühle ich dich. Also für das ist das Ankunftszeit 9 Uhr, was war's? Als wir losgefahren sind, war Ankunftszeit 8.45 Uhr. Und dann war es irgendwann 9.15 Uhr. Ich schlafe noch kurz. Ja, schlaf noch kurz. Und jetzt ist schon nach 10 und wir stehen hier mega im Stau. Also was heißt im Stau? Wir sind genau kurz vorm Gardaland und alle fahren da jetzt wahrscheinlich hin. Wir sind da. Wir haben uns so kurz umgezogen, wie immer. Nach so einer langen Autofahrt braucht man irgendwas Kurzes. Komm schon. Die pilgern, ich sag's euch. Das sind irgendwie Menschen über Menschen. Was ist das? Die von allen Richtungen kommen. Da dürfen wir uns jetzt anstellen. Oh Gott, ich krieg schon Massenpanik. Ja. Beide. Du musst überall suchen, ob Pancakes oder Erdbeeren musst du suchen. Such mal überall in den Schränken, Maus. Mach mal den Kühlschrank auf. Pancakes und Erdbeeren brauchen wir. Guck, da hat die Pancakes da unten, die zwei. Super. Wir müssen jetzt so 5 Minuten warten, dann kommen Kemra, Luzi, Locke und Klausi Kleff. Und auf die warten wir jetzt gerade, bevor wir irgendwas anderes machen können. Ja. Es ist heiß. Es ist tierisch heiß. Warte, ich zoome mal. Sieht man meine Schweißballen? Ja, man sieht's. So und ich stehe. Besser so als Regen zu Hause. Ja. Getraut zu Pepper Woods hin. Jetzt haben wir noch ein Foto gemacht und jetzt stehen wir gerade hier an der Eisenbahnlokomotive vom Opa Woods. Und hier hinter uns ist so ein mega Baumhaus. Ui, guck mal. Hier hinter mir ist irgend so ein Magic House mit so Geheimgängen und
keine Ahnung, so stelle ich mir das zumindest mal vor, aber die Schlange ist halt auch sehr, 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 sehr lang. Und zwar geht die bis dahinter zu der letzten Blume da. Also da steht man bestimmt 2 Stunden an, weil wir vorhin gesagt haben, so bei Pepper Woods Land und so, da ging das echt vom Anstehen her. Aber hier bei diesen größeren Attraktionen, da glaube ich, lohnt sich dann schon eine Expresskarte, vor allem wenn man ein größeres Kind hat, mit dem man mehr Sachen dann macht. Hier, Magic House heißt es und da steht jetzt, ich weiß nicht, ob ihr das lesen könnt, also wenn man genau hier am Eingang steht, hat man 25 Minuten ab da. Wartet. Ich filme das Ganze jetzt hier mal ohne Kinder. Die stehen nämlich gerade alle an. Und jetzt geht's los. So ein mega cooler Wasserpark. Hey, wow! City ist es. Hier gibt es 2 Mega-Achterbahnen. Hey, wir haben gesagt, also Tom und ich, wir würden da schon mal mitfahren. Das wäre echt cool. Aber da stehe ich halt auch stundenlang an und so ein Express-Ticket, glaube ich, meint der Tom, kostet immer 100 Euro extra. Das ist es dann nicht ganz wert für das, dass man einmal mitfahren. Aber es gefällt mir auch mega, das Karussell. Mit dem können wir jetzt 10-mal fahren. Vor uns waren 3 größere Mädels, die bestimmt schon 14 oder so waren. Und die haben alle Kunststücke gemacht und dann musste die Kate natürlich mithalten und hat die ganzen Kunststücke immer nachgemacht. Und die stopp, schneller, sage ich, die stopp. Ich möchte nämlich unbedingt jetzt ins Theater, weil da gibt es so ein Garda Wonderland Theateraufführung oder Musical oder was das ist. Wir lassen uns mal überraschen. Aber die will ich unbedingt. Ach, wow, hasche mich. Wir kommen gerade vom Musical raus und es war so toll, dass wir jetzt gleich in die nächste Show weitergehen. Hammer, hammer, also wirklich toll. Die Katie ist aus dem Staunen nicht mehr rausgekommen. Sonst sagt sie ja immer zu allem, wie ich sage, gut. Und jetzt war es super, duper, duper, mega. Und dann noch von Mary Poppins dieses Wort expiralegetisch irgendwas. Also war es der Hammer. Und zwischendrin, ich habe sie nur einmal kurz gefragt, wie finde ich, dann hat sie sich zu mir umgedreht, sie hat gesappert, weil sie vergessen hat zu schlucken. Und meinte dann nur, sie will nie wieder hier raus. Können wir bitte für immer hier bleiben, hat sie gesagt. Und das immer angucken. Und die haben halt da so Musicals gesungen, wie von Mamma Mia kamen 2 Lieder, von Grease kamen 2 Lieder. Und es kam noch ein Akrobatsakt mit einem, der mit dem Fahrrad so durch die Lüfte geschwebt ist und darauf dann Kunststücke gemacht hat. Das haben sie echt, echt toll gemacht. Also so toll, dass wir es uns jetzt heute Abend vielleicht nochmal anschauen würden. Mal gucken, wie lange wir es hier noch aushalten. Weil, also wir haben, glaube ich, die Hälfte gesehen. Und davon wahrscheinlich noch mal die Hälfte nur mitgemacht. Wir sind auch schon 5 Stunden hier. Das ist hier noch mal eine von den krassen Achterbahnen. Der Raptor. Auch Hammer. Wir kommen gerade jetzt aus der zweiten Show, Magic Elements. Die war auch der Hammer.
gesagt, wir können uns jetzt gar nicht entscheiden, welche besser war. Die waren beide super gut und die Magic Elements, das war halt so ein Magier, der dann so Akrobaten heraufbeschwört hat. Super Lichtshow. So Schlangenfrauen, mega Hammer Lichtshow. Wow! Ah ja, was ich auch noch sagen wollte, beim Lidl gibt es im Moment auf den Müsli-Packungen so einen Gutschein. 2 für 1. Das heißt, man zahlt nur einen Eintritt und 2 Personen können mit rein. Und dann sind es irgendwie 35 oder 40 Euro für 2 Personen, was mega ist. Aber sind wir fatschen dann? Nochmal? Der läuft jetzt selber mal. Ja, aber oh Gott, ich bin schon fatschen. Leute, ich bin fix und fertig. Sowas ist uns auch noch nicht passiert. Also ich bin allgemein fix und fertig vom Tag. Und jetzt finden wir unser Auto nicht. Das ist mir noch nie passiert. Aber hier ist auch schwer. Also hier gibt es auch gar nichts, wo man sich merken könnte, außer den Blick quasi. Was? Da vorne, der Papi hat's. Komm aus. Oh je, wir waren ja im ganz falschen Ding. Also guckt, sieht man das hier irgendwo? Ganz da hinten ist der Tom. Seht ihr den da hinten laufen? Also, wir waren eine Hecke zu früh. So, ich glaube, jetzt schaue ich endgültig hinüber aus für heute. Ich weiß gar nicht, wie spät es ist. 7:30, also waren wir jetzt fast 10 Stunden. 10 Uhr rein, meine Augen ringen. Also, ich bin heute echt, ich weiß gar nicht, was gerade los ist, aber so fertig, wie ich aussehe, bin ich eigentlich gar nicht. Egal, jedenfalls waren wir jetzt fast 10 Stunden. Katie hat nur immer gejubelt. Auch beim Rausgehen immer Gardaland, Gardaland hat sie immer gerufen. Also, wir kommen definitiv wieder, haben wir gesagt. Wenn nicht nächstes Jahr, dann spätestens in 2 Jahren. Damit Katie andere Sachen mitmachen kann, die sie dieses Jahr nicht gemacht hat. Und wir waren ja eh nicht ganz durch. Ja, wir suchen uns jetzt noch irgendwo auf dem Weg zum Hotel eine Pizzeria am besten. Also irgendwas Italienisches zum Essen. Und dann gehen wir ins Hotel und, glaube ich, pennen alle bis morgen. Hoffe ich um 10 oder so. Nee, dann schlafen wir das Frühstück. Bis um 9 reicht. Dann können wir noch frühstücken. Was fandst du am besten? Das Pferdkarussell, ich auch. Das war das Schönste, gell? Ja. Und was war dann noch gut? Das mit Wattemarsch. Mit was? Mit Wassermarsch. Wassermarsch? Ja. Echt? Fandst du das so gut? Ja. Okay, was fandst du noch gut? Das Theater. Das Theater, gell? Und welches von beiden war besser? Das, wo sie getanzt haben oder wo sie... Wo dieser Magier war? Beides. Der Zauberer. Beides fandst du gut, ich auch.